Hallo und willkommen zurück, liebe Pokémon-Freunde. Wir sind ja wieder voll dabei und ich habe heimlich trainiert, habe ich ja gesagt. Außer Manny auf 35, die ganzen Kollegen hier in der Box, habe ich überlegt zu trainieren, aber habe es dann doch gelassen, weil ja, ist immer noch für passives Training ist es noch zu wenig, sage ich mal. Es lohnt sich nicht wirklich. So, erstmal war hier noch ein Item, glaube ich. Nein. Irgendwo war hier noch ein Item. Mano! Habt ihr das auch gesehen, als ich offscreen kurz geguckt habe? Da. Ha. Sternenstaub. Was auch immer das gerade macht. Weiß es gar nicht. Bin ich ja immer ein Fan von, das einfach mal nachzugucken. Sternenstaub. Ist von hohem Wert. Toll. Ich glaube, das könnte man aber auch ein Pipi oder so geben. Und dann war irgendwas. Aber fragt mich jetzt nicht. Wir wollen immer noch nach... Halt, nein. Ich habe meine Pläne geändert. Ich habe ja festgestellt, als ich ein bisschen recherchiert habe, dass... Die Kollegen hier drin schwächer sind als die von der nächsten Arena. Also machen wir erstmal die Arena hier fertig und dann geht's weiter. Jetzt müssen wir mal schauen hier. Ich sehe jetzt gar nicht so richtig, was man da machen könnte. Gehen erstmal hoch. Einfach so, wie wir halt sind. Und gucken dann mal. Die Wut meiner Fäuste wird deine Pokémon das Fürchten lernen. Aha. Warum bezweifle ich das? Ich meine, wir haben immerhin ein übermächtiges, Lewis. Ne? Das einfach mal so mit Psystrahl hier gut Schaden anrichten sollte. Yep. One Hit Down. Noch ein Rasaf. Das könnte ein bisschen stärker sein, aber... Nö, One Hit Down. Bleib es halt können. Und noch ein Mankey. Na gut, das wird uns dann nicht gefährlich werden. Also, One Hit Down. Ach ja, sind wir wieder fies. Ich wurde zerschmettert. Gut, dann kämpfen wir noch gegen den hier. Die Sache ist halt, wir sind gegen Kampf-Pokémon einfach mal unbesiegbar, weil wir halt auch noch andere Pokémon haben mit Flugattacken. Und dadurch, ja, was wollen die uns schon antun können? Schönes Training für Mr. Lewis. Mehr ist es gerade nicht. Okay, wir müssen auf jeden Fall zurück und nochmal links hoch, nachdem wir es ja rechts alles sauber gemacht haben. La. Sprich mit mir, sprich zu meiner Hand. Meine Pokémon und mich verbindet eine tiefe Freundschaft. Dieses Band wird niemand zerreißen. Doch. Sage ich es einfach mal so, wie ich bin. Kickly Level 27, nicht schlecht. Überlebt sogar ein Hit. Interessant. Dann reicht wohl Konfusion. Und weg ist er. Sehr schön. Fast noch ein Level abgemacht. Na, dann machen wir es halt beim nächsten. Ach ne, den haben wir ja schon gemacht. Dann gucken wir mal hier. Da ist eine große Kurbel. Willst du dran drehen? Okay. Gemobbt. Nichts mehr mit Duschen hier. Es gibt Gekämpfe. Na, die sollten wir eigentlich auf Anhieb schaffen. So stark ist er nicht. Huck! Dieser unerbitterliche Druck der Wassermassen, die Tropfen für Tropfen und Schwall für Schwall auf mein Haupt niederregnen. Dieser Hey, Moment mal. Du kannst ja nicht einfach so den Wasserfluss stoppen und mich bei meinem Training stören. Ich werde nicht angeben, aber ich bin ein wirklich harter Brocken. 7 Tage in der Woche stehe ich unter diesem Wasserfall und stehle mich. Was sagst du da? Das macht meine Pokémon auch nicht stärker? Da hast du natürlich nicht Unrecht. Egal, lass uns endlich kämpfen. Wurde auch Zeit. Kann er nicht ewig reden, Junge. Hartwig. Alter Hartwig. Damn. Ja. Leiter Hartwig. Der hat bloß 2 Pokémon. Gras auf Level 29. Dem sollten wir, ja, einiges entgegensetzen zu haben mit Psystrahl. Mal wieder. Oh, kein One-Hit. Da werde ich lieber nochmal Psystrahl machen, falls er auf die Idee kommt, Hypertrank einzusetzen. Okay. Und er verletzt sich selbst und killt sich damit selbst. Sehr schön, Mr. Lewis bekommt dadurch noch ein Level ab. Level 36. Jetzt hat er noch ein Quappo. Da muss ich überlegen. Da habe ich mir eigentlich eine Taktik überlegt. Die ist aber schon wieder aus meinem Kopf hinausgeflogen. Ich glaube, da hatte ich mir mit Tweefers überlegt, das Ganze zu machen. Weil der doch ein bisschen mehr Power unterm Arsch hat, sag ich mal. Ich gebe mich nicht geschlagen. Ja, dein Flügelschlag macht ihm nur doch ein bisschen mehr Schaden an Kampf-Pokémon. Und, na, es reicht nicht ganz. Setzt Surfer ein. Ui, das macht ganz schön Schaden. Hoffen wir mal, dass das reicht. Yep, sehr effektiv. Damit ist das Quappo
Geschichte und Triforce erhält schlappe 1200 EP. Nett. Ja, Leiter Hartwig ist besiegt. Der Sieg ist unser. Das Geld auch. Hm, wie konnte das bloß passieren? Du hast gewonnen. Na gut. Damit hast du dir den Faustorden verdient. Yeah, 5 Orden. Dududum. 6. ist ja auch nicht mehr so fern. Wir wissen ja schon, wo er ist. Der Faustorden erlaubt es dir, mithilfe der Attacke Fliegen an Orte zu düsen, die du bereits besucht hast. Und wo ich schon mal dabei bin, kann ich dir eigentlich auch das hier geben. Ja, TM1 ist nicht so toll, habe ich schon nachgeschaut. Das werden wir wohl niemals benutzen. In der TM1 findest du die Attacke Power Punch. Nimmt dein Pokémon Schaden, bevor es angreifen konnte, verlierst du damit die Chance auf einen Angriff. Gelingt es ihm aber, einen Treffer zu landen, erzeugt diese Attacke schier unglaubliche Kräfte in ihm. Das ist quasi der, das Gegenstück zu Konter oder so. Also man darf halt nicht getroffen werden in der Runde. Du hast den Orden von Anemonia City? Gut, dann will ich dir diese VM schenken. Ja, VM 2, das müsste Fliegen sein. Gott sei Dank, endlich. Wenn du einem deiner Pokémon die Attacke Fliegen beibringst, kannst du sofort an jede beliebige Stadt düsen, die du bisher besucht hast. Yay, endlich, wurde auch Zeit. Ah, das werden wir auch gleich ausnutzen, also Schleimer raus aus dem Team und Feier rein ins Team. Nachdem wir geheilt haben, natürlich. Moha. Ja, ja, heil mal ein bisschen schneller hier, das haben wir schon so oft gesehen. Das schaffen wir fast einen zweiten Orden, verdammt bin ich heute schnell. Unglaublich, nachdem ich jetzt 10 Folgen rumgeplempert habe eigentlich, mal wieder Fortschritt ohne Ende. Bills PC, bewegen. Und, nee, will ich denn damit? Und, da rein. Und da können wir auch gleich mal das Potrot nehmen und mal gucken, ob wir das umbenennen können. Ich hoffe mal, dass das geht. Denn wir werden erstmal fix nach Dukatia City fliegen. Und, ja. Natürlich erstmal Beutel und, wo ist es hier? VM Fliegen. Ja, yep, wurde aktiviert. Enthält Fliegen, ja. Und Feier. So, was lassen wir da vergessen? Ist eigentlich vollkommen wurscht. Machen wir Sandwirbel. Müll. Zack. Und weiter geht's. Pokémon. Feier. Fliegen. Und wir fliegen nach Dukatia City. Yeah. Zack. Ah nee, Quatsch. Ja, das war blöd. Das war sehr blöd. Ich will ja eigentlich zum Namensbewerter und mag fragen, ob man da auch das Potrot umbenennen kann. Ich hoffe mal, weil sonst muss ich mir noch so eins fangen. Dann muss ich aber erst zur Trümmerer irgendwo herbekommen. Ich weiß gerade nicht wo. Hallo, hallo, ich bin Namenswerter. Ja, du bist doof, ich weiß. Doof und alt. Siehst du mal alle. Da. Ach Quatsch, Quatsch. Ach Quatsch, ich bin doof. Nein. Mein Gott. Nochmal das Ganze. Ach, ist das wieder schön. Yeah, Musik-Remix. Oh, nett hier also. Ja, ja. Ah ja. Will er nämlich nicht umbenennen, das dachte ich mir fast. Dann muss ich mir für den guten Stony noch ein neues fangen. Juhu. Naja. Werde ich irgendwann mal machen, wenn ich das Trümmer habe, dann irgendwann mal in ferner Zukunft. Noch ist es ja wie mit Jan mal und die werden das noch nicht unbedingt brauchen. Beziehungsweise, es lohnt sich halt noch nicht. Also wieder Money ins Team, was übrigens echt scheiße zu trainieren war auf dem Wasser. Also die ganzen anderen Pokémon, die waren echt easygoing. War einfach mal null Problem. Gerade hier, Mr. Lewis ging einfach nur ab, auf, also gegen die Tentoxas und so. Das war ja Wahnsinn. Alles geone-hitted. Aber Manny, ja, Manny hat da so seine Problemchen. Vor allen Dingen, weil er immer als zweites Ast dran ist. Nee, wir wollen nach Oliviana City. Und dann müssen wir irgendwann mal nach Norden ganz zurück und dann nach rechts laufen. So, naja. Erstmal, in den Leuchtturm. Und ja, was muss man da eigentlich machen? Ah ja, das Pokémon heilen. Wir haben jetzt den Geheimtrank gefunden. Ach ja, und wollen das oder müssen das am Vieh, das Vieh da oben halt heilen damit. Damit diese blöde Trainerin da wegkommt und mit uns kämpft. Mein Gott, kann man sowas nicht nebenbei machen. So, da sind wir wieder, Bitch. Hier. Kann Amphi mit dieser Medizin geheilt werden? Ja, na, ich hoffe es doch. Sonst hörst du ja nie auf, hier rumzuheulen. Ja, danke schön. Nimm mir das nicht übel, ja? Amphi lässt sich bloß von niemand anderem als mir füttern.
Wie geht es dir jetzt, Amphi? Ampha, Ampha! Übertreiber. Überhaupt nicht. Übertreiber. Oh, so ein Glück. Es hat wirklich geklappt. Ich bin dir so dankbar. Das ist alles dein Verdienst. In Ordnung. Dann gehe ich jetzt zurück in die Arena. Ja, komm, verpiss dich. Ich komme dir auch klein daher. Aber ich nehme den intelligenteren Weg. Wenn ich intelligent laufen könnte, so. Ach. Bisschen Gas geben hier. Miau. Dankeschön. Müssten wir eigentlich auch direkt schaffen. Ich muss bloß mal Pokémon umsortieren eben. Dann muss ich eigentlich unten schon mal ins Pokémon Center, dass da nichts weiter passiert. Und dann nehmen wir Haunted. Weil. Am effektivsten gegen die Viecher von der. Der hat nämlich Elektro-Stahl-Pokémon. Ja, was ist denn? Hallo Zitter, ich bin's, Bauba. Entschuldige, dass ich dich habe warten lassen. Sie ist endlich geöffnet, die Safari-Zone. Du weißt wo? Du kennst doch das in den Fels gehauene Tor in Alemonia City, oder? Wenn du dort durchgehst, erreichst du sie nach einer Weile. Die Safari-Zone. Nun, es liegt nicht gerade auf dem Weg, aber schaue unbedingt einmal vorbei. Irgendein Pokémon gab es da auch für uns. Ich weiß gerade nicht genau was. Aber irgendein Pokémon war da. Was? Ich glaube ja schon. Was war denn da? Aber eins der nächsten Generation erst, also der vierten. Naja. So. Schaffen wir das noch? Na, zumindest die Vorkämpfe schaffen wir. Ach, sind ja plus zwei oder so. Hallo. Susu, du bist also wirklich gekommen. Du magst der Arena-Leiterin vielleicht geholfen haben, aber in der Arena gilt immer noch das Gesetz des Stärkeren. Kämpfe entweder richtig oder gar nicht. Achso, nee, da gibt bloß einen Tipp. Die wahrscheinlich auch. Das war, glaube ich, schon früher so. Oder zumindest, oder früher waren da gar keine drin. Hey, du hast mir im Leuchtturm bereits bewiesen, wie stark du wirklich bist. Aber du wirst all deine Kraft brauchen, um im Kampf gegen Jasmin zu bestehen. Ich hoffe, du gewinnst. Ja, ja, komm. Hallo. Danke für deine Hilfe im Leuchtturm. Aber wenn du gegen mich kämpfen willst, mache ich es deshalb nicht leichter. Ich möchte mich noch einmal vorstellen. Ich bin Jasmin, die Arena-Leiterin. Die Pokémon, die ich einsetze, gehören alle dem Typ Stahl an. Katsching! Ja. Hast du von diesem Typ schon gehört? Diese Pokémon sind eisenhart, bleiben immer kühl und berechnend und haben einen messerscharfen Verstand. Ja, was für Wortspiele. Sie sind echt stark, in Ordnung? Das ist mein voller Ernst. Das werden wir mal sehen, wenn Haunted mit denen fertig ist. Ich mache mir eigentlich nur Gedanken um das Stahlos, das könnte uns heftig zusetzen. Leiterin Jasmin, ja, hat zwei Magnetilos Level 30 und ein fettes Stahlos und das fette Stahlos ist das große Problem an der. Die Magnetilos sollte man eigentlich One-Hit weghauen mit Durchbruch. Ja, sehr effektiv. Natürlich noch Magnetilo mit Durchbruch, One-Hit weggehauen. So, und jetzt kommt das große Problem Stahlos. Ich hoffe mal, ich hau das auch One-Hit weg. Oder zumindest Two-Hit. So, wir haben nämlich sonst nichts anderes Großes dagegen. Das ist ziemlich bitter. Drei Hits brauche ich dafür. Eisenschweif, ouch, das tut ganz schön weh. Stirb! Jawohl, gerade so. Alter Schwede, es hätte sehr, sehr böse enden können. Ja, Haunted erhält 1470 Erfahrungspunkte, erhält aber kein Level Up dadurch. Brauchen wir halt schon ein bisschen mehr mittlerweile. Das war beeindruckend. 4200 Pokédollar. Was für eine Folge. Hammermäßig. Du scheinst der bessere Trainer von uns beiden zu sein. Das gilt sowohl für dein Geschick als auch für dein Feingefühl. In Übereinstimmung mit den Regeln der Liga überreiche ich dir diesen Orden. So, auch den Stallorden in dieser Folge geholt. Oh, was für eine Wasch-Folge, Alter. Alter Schwede. Dann hab ich jetzt auch mal hier Zügel angezogen. Wenn du den Stallorden besitzt, gehorchen dir Pokémon bis zu einem Level von 70, selbst wenn du sie von einem anderen Trainer erhalten hast. Und jetzt bitte nimm noch das hier. Ja, dankeschön. Weiß gar nicht, was das war. Ich glaube Eisenschweif sogar. Diese TM erhält dir einen Attacke namens Eisenschweif. Der harte Schwung mit dem Eisenschweif kann gelegentlich auch die Verteidigung deines Gegners senken. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das jemandem beibringen können. Wäre ganz cool, eine Stahlattacke. Zumindest am Ende vor Selka könnte das funktionieren. Welche Nummer war denn das jetzt? Hab's nicht aufgepasst. Ah, hier. Einsetzen. Ist nämlich auch relativ stark mit 100. Trifft aber nicht so oft mit 75. Naja. 15 AP ist aber auch nicht so schlecht. Kann aber natürlich keines meiner Pokémon lernen. Selbstverständlich nicht. Es wäre ja mal was, wenn Käfer-Pokémon eine TM lernen könnten. Furchtbar. Diese ganzen Arena-TMs kann man halt fast nicht lernen. Gut. Nice Leg. Ab ins Pokémon-Center. Und, ja. Weiß ich gar nicht, wie es dann weitergeht. Ich weiß nur, dass wir dann, glaube ich, nach oben rechts müssen. 7. und 8. Orten halt. Und dann halt irgendwann Liga.
Aber wie das jetzt genau ist, das weiß ich, das merke ich mir einfach nicht. Das weiß ich nicht mal bei Rot und Gelb und Blau und da. Die habe ich eigentlich schon oft genug durchgespielt. Ganz zu schweigen von der zweiten Generation, die ich ja auch schon viermal oder so durch habe. Ich merke es mir trotzdem nicht. Das Spiel ist so einfach aufgebaut, du musst es auch nicht merken. So. Gut, dann danke fürs Zusehen. Erfolgreiche Folge bisher. Also, verlieren werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr in den letzten 2 Sekunden. Also dann, bis zur nächsten Folge und tschüss.